Guten Morgen, guten Morgen, guten Abend, ihr Lieben. Dieses Video wird jetzt ein anderes Thema haben. Also heute werde ich keine Grammatik erklären oder nicht auf ein Prüfungsteil vorbereiten, sondern etwas zum Thema Rheuma und Arthritis sprechen. Ich bin keine Ärztin, ich bin keine Rheumatologin. Auch keine professionelle Masseurin. Ich habe allerdings Ayurveda-Massagen gelernt und Reiki und ich befasse mich jetzt wieder mit meinem Heilungsweg und mit Heilung anderer, weiß ich nicht. Da bin ich vorsichtig. Auf meinem Weg, auf meinem Pfad ist auf jeden Fall schon seit Ewigkeiten, oder schon seit Ewigkeiten vielleicht nicht, aber schon seit 15, 20 Jahren die Heilung durch Massagen oder durch Berührung. Und jetzt leben wir gerade so eine kosmisch sehr, sehr starke Zeit, wo unser Augenmerk wahrscheinlich bei vielen von euch sehr intensiv auf das Innere gerichtet wird, auf die Heilung, auf Frieden, auf andere Lebensperspektiven oder Konditionen oder Strukturen, ja, sehr viele von euch, von uns kündigen ihren Job. Oder lassen sich scheiden, trennen sich von den Partnern oder aber stärken ihre Beziehungen, ja, oder ihr Arbeitsverhältnis, ihre Freundschaften, was auch immer. Und was in meinem Leben gerade passiert, und das ist jetzt seit dem 8.8., das ist der Lionsgate-Tag, auch ein Portal-Tag gewesen, glaube ich, der 8.8. Was jetzt gerade wieder passiert ist, ist, dass der alte oder neue, keine Ahnung, Lebensweg sich für mich jetzt wieder öffnet. Ich bin eigentlich Dozentin für Deutsch als Fremdsprache und Theaterschauspielerin und Philosophin, beziehungsweise ich schreibe jetzt meine philosophische Promotion. Und da ist auch die Seele dabei, egal was ich tue oder wie ich unterrichte. Und ich durfte diese Woche in der Schule, in der Volkshochschule, zwei, also eigentlich vier, aber zwei besonders stark, energetisch starke Tage erleben. Und da hat sich der Raum unglaublich sehr schön geöffnet für uns, also für die Teilnehmenden und für mich. Und spontan habe ich einem Schüler nach seiner Erlaubnis Reiki gegeben. Er hatte starke Rückenschmerzen und auch sonst hatten wir so tiefe Diskussionen und Projektarbeiten und ich habe das nicht so vorbereitet. Das kam einfach. Beziehungsweise ich hatte so das Gefühl, ich muss jetzt die oder jene Aufgabe machen und da habe ich das gemacht. Und das war so schön, weil also nicht nur, dass die Zeit im Nu vorbeigeflogen ist, sondern dass die Schüler so glücklich waren, dass wir so glücklich waren. Dass sie meinen, oh Gott, das hätten wir schon viel früher machen sollen oder öfters oder, na, ich habe denen halt, also meinen Teilnehmenden den Raum gegeben, also viel, 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 viel mehr Raum. Ich bin eigentlich, ich mag es auch selber mehr, wenn ich nicht zu so viel frontal unterrichte. Also ich habe kein Problem, vorne zu stehen. Und das kann ich gerne und das tue ich gerne. Aber ich mag es auch unheimlich gerne, wenn die Schüler dann nach vorne kommen, präsentieren, ihre Schätze, ihre Intelligenz, ihre Seelenswunder so zeigen können. Ja, weil es geht hier nicht um mich, ja, oder nicht nur um mich, oder es ist ein Team, ja, und es ist ja wichtig, also mir ist es wichtig und mir war es auch schon in Ungarn, als ich da im Gymnasium unterrichtet habe,
total wichtig, dass ich die Menschen erstmal, die Schüler erstmal wahrnehme, wie sie so einzeln sind, beziehungsweise dass ich ihnen auch die Bühne freigebe. Jetzt mal so ein schönes Wortspiel, aber so ist es auch, damit sie sich zeigen können. Das ist ja toll. Und dann passierte noch etwas. So stark. Ich komme aus Ungarn. Mein Vater lebte vor meiner Geburt. Ich merke, ich höre meinen Akzent. Entschuldigung, ich bin noch nicht ganz wach. Ich war sehr lange noch wach, glaube ich, bis 3:30 in der Nacht. Entschuldigung. Also ich werde gleich mal rauskommen aus diesem schläfrigen Modus. Und mein Vater war in der DDR-Zeit, und zwar zwischen 1974 und 76, Fußballspieler. Und da hat er, also er hat nicht nur Fußball gespielt, sondern also der hat einen Job bekommen. Es war damals auch so diese Gastarbeiterschaft, ne? Also in der DDR, da brauchte man in Neustadt, Dresden ganz viele Gastarbeiter, und er hat in einer landwirtschaftstechnischen Firma bei Fortschritt gearbeitet, als Techniker und technischer Arbeiter, und hat nebenbei noch Fußball gespielt. Und da hat er sehr viele tolle Freunde kennengelernt oder Freundschaften geknüpft. Und so kam es, dass diese Freunde, es waren damals mehr Familien als jetzt, aber heute sind das drei Familien und dieses Jahr zwei oder wären zwei gewesen, die gekommen wären. Es ist eine Familie gekommen, weil plötzlich ein Krankheitsfall geschehen ist. In der anderen Familie ist die Frau erkrankt worden und plötzlich ins Krankenhaus geliefert worden und sogar in also notoperiert und in Koma versetzt, also künstlicher Koma versetzt worden. Also was ist das? Was ist das? Was ist das? Also was ist das? Irgendwie durch einen Abszess im Hals. Und dann wird sie in künstliches Koma versetzt. Also was ist das denn? Und sie ist so eine wunderbare, zärtliche Frau. Und so, hey. Und ihr Mann auch, ja, sind so, oh Gott, sind so herzerwärmend, schön und sonnig in ihrem Geist und Seele und so sanft und harmonisch. Und dann dachte ich, als ich das erfahren habe, das war vor einer Woche, Quatsch, nee. Vor einer Woche wären sie gekommen, also vor einer Woche sind sie gekommen, also ist die eine Familie gekommen und die andere Familie konnte halt nicht mitkommen. Genau, aber vor einer Woche habe ich das schon erfahren. Und dann, dass sie ins Koma versetzt wird oder wurde, das habe ich dann, glaube ich, am Montag erfahren. Ich weiß es jetzt nicht. Okay. Ist nicht wichtig. Okay. Dann habe ich die andere Familie, da schon angekommen ist, in meiner Heimatstadt in Ungarn angerufen. So, hallo, wie geht's euch? Und so, und erzählt mal, was wisst ihr dann von ihr? Und dann kam so der Die Eingebung oder so, was mir so eingefallen ist, schick ihr Reiki. Ich habe mit Reiki sehr schöne Erfahrungen gemacht, auch mit meiner Großmutter, die, bevor sie endgültig ging, gelang sie ins Krankenhaus, Notstation, und die Ärzte kämpften um ihr Leben, aber es hieß auch schon, ja, sie ist schon zu alt und sie wird wohl das Krankenhaus nicht mehr lebendig verlassen. Und das war 2019. Und dann dachte ich, und da war ich gerade dabei, so eine Benefiz-Veranstaltung für Obdachlose zu organisieren in Köln. Und dann dachte ich, jetzt muss ich nach Hause und ich muss ihr Reiki geben. Also ich habe auch schon
von hier, von Köln aus, Reiki geschickt. Und da habe ich gemerkt, ich komme sehr schön durch ihren Körper. Also ich kann die durchscannen von der Entfernung. Aber irgendwas ist hier an ihrem Bauchnabel. Was ist das? Und meine Eltern meinen, nee, nichts, gar nichts, gar nichts. Ich komme da nicht weiter. Ja? Ich scanne sie, ich versuche sie zu reinigen, überall, ich komme überall durch, hier komme ich nicht durch. Und dann ist meiner Mutter 2 Tage später eingefallen, dass meine Großmutter, das heißt meine Großmutter väterlicherseits gewesen, ist für mich auch noch, so, und sie meinte, ach doch, sie hat doch wie heißt das? Bauchspeicheldrüsenkrebs. So, und dann dachte ich, okay, danke, das ist okay, gut. Und dann bin ich da reingegangen, so von der Entfernung, und dann bin auch schon ein paar Tage später nach Ungarn geflogen. Und da war ich wirklich jeden Tag bei ihr, so 6, 7, 8 Stunden, weiß ich gar nicht, aber schon in 2 Schichten, vormittags, nachmittags, also bis abends, also bis zum Raus, also bis man mich rausgeschmissen hat, war ich dabei. Ich habe sie massiert, ich habe mit ihr gesungen, und nicht mit ihr, sondern ihr vorgesungen, da Musik gehört, Reiki gegeben. Jeden Tag. Ich hatte auch Gespräche mit den Ärzten oder mit dem Oberarzt, und er meinte, ja, da ist keine Chance mehr. Lass uns doch mal realistisch sein. Ja, es gibt kein Wunder hier. Ne? Verabschiede dich von deinem Oben. So, das war die Message. Und hat er, nee, nee. Nee. Ja, aber nee, 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 noch nicht. Und vielleicht war das egoistisch von mir. Sie wollte schon gehen. Und also jetzt im Nachhinein weiß ich das, dass ich einen anderen Weg hätte erleichtern sollen. Das weiß ich heute. Und da war ich noch, glaube ich, zu sehr ehrgeizig, und das ist vielleicht auch egoistisch gewesen. Ich weiß es nicht. Ich wollte einfach dabei sein. Ich wollte ihr noch eine Chance geben. Ja, das war vielleicht im Nachhinein auch egoistisch, weiß ich nicht so. Okay, und als ich dann zurückkam nach Köln, dann wurde sie entlassen aus dem Krankenhaus, und die Ärzte haben nichts verstanden. Und es ging ihr gut. Sie kam dann zurück ins Altersheim, weil da lebte sie schon. Es ging ihr lange gut, ihre Werte haben sich verbessert. Und dann, ein paar Monate, ein halbes Jahr später, ist sie dann von uns gegangen. Endgültig. Sie wollte gehen. Sie war schon damals unterwegs. Und das Reiki, oder dass ich jetzt wieder mir selber Reiki gebe, oder jetzt diese Freundin Reiki gebe. Und genau das mir auch gesagt wurde. Und sie öffnete ihre Augen. Und am gleichen Tag, diese deutsche Freundin, die jetzt eigentlich in Ungarn sein sollte, sie ist aus dem Koma erwacht. Und zwar am Tag meiner Reiki-Gabe. Meine Eltern haben auch gebetet, und ich glaube, sehr viele Menschen haben. Ne? Es ist nicht nur, dass ich jetzt hier reingegeben habe, aber ich glaube, da waren wir sehr viele unterwegs. Ja? Und ihr Schutzengel, und sehr, sehr viel Unterstützung bekommen. Das ist schön. Aber es ist so schön zu sehen, dass ich das genau am Tag war. Ne? Und es öffnet sich was für mich, glaube ich, wieder. Und ich weiß, es kann nicht anders sein, als dass ich auch an mir selbst arbeite. Und das muss ich, an meinem Ego. Und dass ich weniger online bin, dass ich mehr offline bin, dass ich mehr in mich hinein zurückkehre. Und jetzt hatte ich das Thema Rheuma
durch eine Schülerin von mir, total süße Schülerin, und ihre Körperhaltung ist, man sieht das ja an dem Menschen auch, ne? Also wie sie sich so fühlen, an dem Körper. Und seitdem ich sie kenne, hat sie eine sehr, ja, sehr traurige Körperhaltung halt. Und eine Freundin von mir aus Ungarn hat auch Rheuma. Und dann habe ich mir kurz überlegt, also diese Schülerin war jetzt 2 Tage nicht in dem Kurs und hat, sie ist bei der Besten, sie ist immer da. Gut, weiß ich jetzt nicht, ne? Ich habe jetzt auch nachgefragt, ist alles okay? Magst du mir sagen, ob es dir gut geht? Also ich will da nicht indiskret sein, und ich mache mir schon meine Sorgen, so meine Schüler, wenn sie da lange nicht kommen, aber die ist eigentlich immer da, nur ich dachte so, irgendwas ist passiert, und vielleicht tut es ja gut, wenn ich nachfrage. Wenn sie mag, dann kann sie antworten, wenn nicht, dann nicht. Und sie meinte, sie hätte Rheuma, schon seit 2012, also seit 11 Jahren. Und da habe ich, also ich wollte erstmal mich nicht schlau machen, was Rheuma ist, sondern ich habe das so innerlich für mich untersucht, was das ist, also Rheuma zu haben. Ich habe zum Glück keine Rheuma oder Arthritis. Es kann noch kommen, ja. Also es kann altersbedingt sein, muss aber nicht. Also statistisch gesehen werden es immer mehr junge Menschen, die an Arthritis und Rheuma erkranken, also Gelenkschmerzen erkranken. Und ich habe das versucht, irgendwie so für mich zu verstehen, was es ist, Rheuma. Und es ist ja, die Gelenke sind angespannt. Also die Muskulatur ist super angespannt, glaube ich. Diese ständige Anspannung. Irgendwas ist angespannt im Körper. Das ist dieses Gefühl, das sich für mich gezeigt hat. Also dieses Gefühl. Also das zeigte mein Körper, als ich mir dieses Krankheitsbild vorgestellt habe, Rheuma oder Arthritis. Und irgendwas zeigte mir Anspannung. Und ich habe noch nicht recherchiert. Also natürlich habe ich was schon drüber gelesen, früher, vor Ewigkeiten, keine Ahnung. Ich habe mich mit dem Thema nie befasst, weil es mich so nicht betrifft, zum Glück. Und mein Körper zeigte sich sehr angespannt beim Thema Rheuma oder beim Wort Rheuma. Und also, was ist das? Woher kommt diese Anspannung? Das kommt durch Kampf, durch Widerstand. Das Gehirn oder die Seele ist in diesem Fight-of-Flight-Modus. Es kann nicht sein, dass es nur eine oder zwei Lebensereignisse, Geschehnisse waren. Es muss einen kontinuierlich und über einen längeren Zeitraum andauernde Anspannung sein, finde ich. Also das ist jetzt, was meine Intuition sagt, okay? Also ohne recherchiert zu haben. Und ich sage dann auch gleich, was ich recherchiert habe und was ich nicht recherchiert habe. Und mein Körper zeigte eben, dass es irgendwie so eine Situation ist, wo man immer, 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 immer vorsichtig sein muss, was man tut, was man nicht tut. Und das kann ich mir so gut vorstellen. Also ich finde, dass die meisten Krankheiten aus der Kindheit kommen, aus der Kindheitstrauma da. Und das vielleicht, also bei einer Person, bei einer anderen Person, es sind jetzt nicht die erwähnten Personen, die Rheuma hat. Diese Person hatte, das weiß ich, durch ihre Erzählungen einen Vater, der alkoholkrank war, ist auch dran gestorben. Und diese Person konnte noch ihrem Vater nicht verzeihen. Immer noch nicht. Und diese Person hat Rheuma. Und ihre Scheidung, also sie, also die Die Ehe, ich sage das Wort Person, okay, ich will jetzt nicht in maskulin oder feminin gehen, und dann benutze ich lieber das Possessivpronomen ihre, also die Person, also ihre Ehe wurde auch geschieden.
und konnte immer noch nicht verzeihen dem Vater. Und dann kann ich mir das so vorstellen, dass es vielleicht so war, dass in der Kindheit quasi durch die Alkoholkrankheit des Vaters, also dass sie keine schöne Kindheit hat. Und dass ihre Mutter selbst, und das ist auch nicht unwichtig zu wissen, auch darunter gelitten hat, ne? Durch, also unter der Alkoholsucht des Ehemannes. Also die ganze Familie hat darunter gelitten, bis der Vater sich aus dem Leben geschieden hat. Geschieden ist, bis der Vater aus dem Leben geschieden ist. Und das wurde noch nicht aufgelöst, dieses Trauma, und die Person glaubt auch nicht wirklich an Heil, also an alternativen Sachen. Was ist Alternative eigentlich? Also für mich ist egal. Also, ne, also die Person geht lieber zu Rheumatologen. Soll sie auch tun. Also ich finde beide Methoden, beide Heiltechniken total wichtig. Also die Schulmedizin ebenso wie die Alternative. Aber ja, auch die innere Arbeit finde ich total wichtig. Total wichtig. Also woher kommt das in mir? Kommt es vielleicht durch diese Anspannungsphase in meiner Kindheit, diese ständige Anspannungsphase? Da habe ich jetzt meiner Schülerin empfohlen, sich auf den Boden zu legen. Das ist so schön. Also das werde ich jetzt öfters mal doch auch selber tun. Und dafür will ich einen Tisch verkaufen. Ich habe eine sehr schöne Massageliege. Die habe ich noch damals, als ich die Massageausbildung gemacht habe, dann auch gekauft. Und für die brauche ich jetzt Platz. Und ich möchte, dass jemand einen Glastisch verkauft. Also ich habe noch einen IKEA-Glastisch, einen sehr schönen Tisch. Und es es mitnimmt und mir Platz verschafft, damit ich hier, ich mich schon mal auf den Boden legen kann, also mehr Platz haben kann, wenn ich hier bin. Oder dass ich hier Massage geben kann. Also ich möchte jetzt keine Praxis eröffnen und Geld verdienen. Darum geht es nicht. Aber ich muss mich heilen und ich muss noch, ich möchte noch, möchte einfach üben. Massage üben. Und ja, es gibt Menschen in meinem Leben, die das gerne annehmen wollen, und das ist alles. Und ich werde jetzt definitiv nicht noch vor Indien eine Massagepraxis eröffnen. Aber das ist eben halt der Weg. Also was heißt, ich werde definitiv nicht tun. Ne? Das ist eben so mein Ego. Ne? Ich weiß nicht, was jetzt auf mich zukommt, aber in anderthalb Monaten bin ich in Indien. So, fertig. Und da werde ich mich heilen lassen und heilen durch Ayurveda. Meine Diagnose. Entspannung, Anspannung. Ich auf dem Boden liegen und da gibt es nur eine einzige Möglichkeit zu atmen, und das ist dann die Bauchatmung. Ja? Also ich gehe jetzt mal, sag mal, also du legst, ich werde das jetzt nicht machen können, weil da seht ihr mich nicht. Ist egal, könnte ich gut vorstellen. Es macht so einen großen Unterschied aus, wenn wir ganz körperlich auf dem Boden liegen. Weil wenn wir nur auf den Füßen stehen, wir stehen zwar auf dem Boden, aber das ist zu wenig Fläche. Sag nur was, was ich so spüre. Und wenn ich mich ganz auf den Boden lege, dann gebe ich alles ab, diese Lasten. Ja? Da habe ich meiner Schülerin noch Römermusik zugeschickt, also Musik, so Healing-Musik, also mit sehr schönen Frequenzen. Sie kann halt, wenn sie mag, ne? Oder jeder kann halt sich selbst durch Scannen von der Fußspitze bis zum, also Fußzehe bis zur Kopfspitze, und einfach durchgehen, durch den Körper gehen, ganz liebevoll wahrnehmen, was geschieht da, wie geht es mir da, in den Knöcheln, in Unterschenkel, Oberschenkel, Po, Brust und so weiter, alles durchscannen. Und beim Musik hören auf jeden Fall bitte mit Headphones gehen, damit andere Geräusche da nicht stören, ja? Und scannt euch durch. Also ich scanne mich jetzt auch durch, jetzt jeden Morgen, und es macht einen riesengroßen Unterschied, ob ich das in dem Bett mache oder auf dem Boden. Auf dem Boden ist es
ist es mir angenehmer, tausendmal angenehmer, weil ich dann wirklich den Kontakt zum Boden habe. Also die Matratze hilft hier nicht. Depressionen und Sehstörungen, und das ist, was ich schon heute nachgelesen habe. Rüdiger Dahlke, der Therapeut Rüdiger Dahlke, seine Bücher mag ich sehr gerne, Krankheit als Weg und so weiter. Guck mal selber. Also der ist ein Therapeut, Arzt, Therapeut auch, der durch die psychosomatische Brille die Krankheiten sich anschaut. Und ja, es gibt immer diese Muster, diese Programme in unserem Kopf, in unserem Geist. Und diese Muster, diese Programme, die hindern, die blockieren uns bei der Heilung oder blockieren uns auf unserem Weg. Und das wissen wir eigentlich auch schon, glaube ich, oder viele wissen das. Also was ist das, was mir nicht erlaubt, glücklich zu sein? Was erlaubt es mir nicht? Umgekehrt. Wie wäre mein Leben ohne diese Schmerzen? Wie fühlt es? Stellt euch vor, Vorstellung, Vorstellung, wie schön das deutsche Wort ist. Kepsel, auf Ungarisch heißt es Kepselüerö. Keb ist Bild. Ist das nicht schön? Also die deutsche Sprache ist ja Vorstellung, die Imagination, die Vorstellungskraft, ja. Kepselüerö, also Bildmachungskraft, Kepselü, sowas, so würde ich das aus dem Ungarischen übersetzen. Das heißt, wir haben ein Bild für uns. Wir stellen dieses Bild vor uns. Ich sehe mich. Ich sehe mich gesund. Ich sehe mich geheilt. Ich sehe mich in Fülle. Ich sehe mich, ich spüre mich mit weniger Ego. Ich spüre mich weniger dominant. Ich erspüre mich weiblicher. Ich erspüre mich glücklich. Ja, und das sehe ich. Ja, und dieses Bild und diese Vorstellungskraft ist so wichtig, weil wenn ich mir das nicht einmal vorstellen kann, wie soll ich mich bitteschön heilen? Ja, und wenn ich mich, also ich muss mich mit mir selber verknüpfen. Wo spüre ich die Schmerzen? Wenn ich schon Rheuma habe, wenn ich schon die Diagnose bekommen habe, Gebärmutterhalskrebs, Vorstufe, zwar, aber ist da. Was zeigt das? Was ist das? Was möchte der Körper mir sagen? Also, was habe ich nicht gesehen? Worauf wollte mich meine Seele aufmerksam machen? Aber mein Ego war lauter. Ja. Wir dürfen heilen. Wir dürfen uns heilen. Und wisst ihr was? Wir können uns auch. Das ist es eben. Und das können wir auch. Weg vom Internet. Ich bin zurzeit auch viel, viel, viel online. Höre mir Beiträge, Vorträge an. Nee, 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 nee. Also mir zeigt meine Intuition zeigt mir seit gestern, es tut mir nicht gut. Also das wusste ich immer schon, aber ich will mich jetzt öfter entfernen von dem Internet, von. Hier habe ich auch nicht alles in meinem Telefon zum Glück. Und ich muss, also das, was mein Gefühl zeigt, geh raus in die frische Luft, geh in den Park, in die Natur, leg dich hin und heile dich. Das ist, was mir mein Körper jetzt so sagt. Und, ja, oder iss etwas Leckeres, triff dich mit Menschen, aber geh weg, geh in dich hinein und umarme Menschen und geh oder sei mit Menschen, mit netten Menschen und ja, tu dir was Schönes an. Ja. Und sobald mein Ego dann sich meldet, ja, also ich habe noch, wie gesagt, das Evergreen-Thema, ich habe noch Teilnehmer in dem Kurs, die sagen, ja, aber ich höre mich nicht, ja, oder Menschen, ich höre mich nicht. Ja. Woran liegt das? Durfte ich mich als Kind nicht hören? Durfte ich nicht so sein als Kind? Ich durfte nicht so sein. Nicht alles war erlaubt. Ich war zu rebellisch. Pass nicht in eine katholische Familie, okay? Pass nicht in eine Kleinstadtfamilie. Also, ich hatte so viele Depressionen in meinem Leben. Mamma mia. Mamma mia. Ich könnte Bücher drüber schreiben. Das mache ich ja nicht. So.
Es geht nicht um mich, es geht darum, dass Krankheiten uns, also wenn wir Krankheiten als Chancen sehen, die können uns heilen, weil die bringen uns auf den Weg. 30, nur 3. Ihr Süßen, es hat gestern wieder geregnet. In Köln. Ja. So ist das eben. Ich darf das abgeben. Mutter Erde, Gaia nimmt das gerne auf. Hallo, die Mama. Ich darf das abgeben, die Lasten. Ich darf frei atmen. Ich darf mich heilen. Ich darf andere heilen. Wir dürfen uns heilen. Wir dürfen glücklich sein. Ja? That's it. Tschüss. Habt ein schönes Wochenende. Ciao.